Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind mit Agard unterwegs und wollen jetzt die Tuatha aufstöbern, die uns immer wieder in die Quere kommen. Und die haben offensichtlich in irgendeinem Höhlensystem, haben die ein Riesenauge, das unseren Weg verfolgen kann. Und das wollen wir zerstören. Da werden wir jetzt mal dem Agard folgen. Der weiß, wo es lang geht. Dann rennen wir mal hinterher. Da sind schon wieder Feinde. Oh, hallo. Hallo. Komm. Jeba, komm her. So. Ups. Du hast keine Zukunft. So, dann haben wir's. Wir haben euch. Genau. Ich werde mir kurz hier diesen Segen auch holen. Komme ich denn da irgendwie hoch? Hallo, kann ich da hochrennen? Nein, aber ich will jetzt diesen Segen haben. Das heißt, wir lassen unseren lieben Schicksalsweber einfach mal vorne rausrennen. Ich muss auch immer so ein bisschen Ausschau halten, ob ich noch irgendwo Wissenssteine finde. Ach, da verfolgt mich jemand. Das heißt, ich kann jetzt nicht... Komm her, Wolf. Genau. Kann mir den Segen nicht holen. Her mit dem Segen. Und da unten geht's auch zur Sache. Ah, aber der Agard hat das auch ein Bandit der Roten Legion. Komm her. So. Ja, genau. Das mag ich gern, dass er immer ruft, ein weiterer Sieg. Komm, wir rennen einfach weiter. Die schießen auf uns. Egal. Schön gucken, ob wir irgendwo einen Wissensstein sehen. Ich habe total die Kontrolle drüber verloren. Wo wir eigentlich... Der Ritus muss vollendet werden. Ja. Ihr geht mir auf die Nerven. Komm her. Wo ist noch einer? Ich bin zu weit weg. Also dann werden wir mal vorstürmen. Uns vorteleportieren. Genau. So. Sind alles keine Gegner mehr. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen spannender wird. So, okay. Dann lauf. Ich lauf hinterher. Das ist so schön, wie das wartet. Oder er wartet. Da ganz kurz gucken, was wir da haben. Lass mal sehen. Irgendwo einen Wissensstein. Da hinten tummeln sich oder räkeln sich mal wieder ein paar Bären. Da haben wir den da unten schon. Das ist mal so die Frage. Ich hüpfe mal kurz runter. Nur um zu gucken, ob wir den schon haben. Nee, den haben wir noch nicht. Da, doch, den haben wir schon. Diesen Wissensstein haben wir schon. Okay. Oh, Bär. Komm her. Da kommen jetzt Bären und Legionäre. Komm her, Bär. Und da sind noch welche. Du machst kaum Schaden. Ich regeneriere so schnell. Diese Gemmen sind einfach klasse, ehrlich. Gut, wo ist er denn? Agard, wo bist du? Hallo. Hier bin ich, guck mal, guck mal. Ah, Jagdgrub Ost. Okay, das du gehst jetzt ist da ihr rein. Fluchtweg. Er wird voller Fallen sein. Dafür werdet ihr aber nur auf wenige Wachen stoßen. Wenn ihr klug seid, könnt ihr ihre Verteidigungsanlagen vielleicht gegen sie selbst einsetzen. Ich lenke die Wachen am Vordereingang ab und sorge dafür, dass niemand entkommt. Tja, vielleicht hätte ich den Vordereingang nehmen sollen, aber ist jetzt auch egal. Danke, dass ihr einem alten Mann eine neue Chance gebt. Es ist gut zu wissen, dass ich wieder eine Zukunft habe. Noch besser ist allerdings, dass ich nicht weiß, wie sie aussieht. Das ist, das hat nämlich auch was, so. Wer auch immer Alin Shir sein mag, ich glaube nicht, dass sie unsere Feindin ist. Das stimmt. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie die Möglichkeit dazu gehabt, solange wir geschwächt waren. Aber sie bedeutet dennoch Ärger. Sie erinnert mich an eine Dunkelelbin, die mich mal halbnackt an einem Bergest gefesselt zurückgelassen hat. Ach, das waren noch Zeiten. Was machst du auch halbnackt mit einer Dunkelelfin, mein Guter? Wir werden ihr Lager von beiden Seiten angreifen. Wir können nicht riskieren, dass einer von ihnen entkommt und Bericht erstattet. Ja, das stimmt. Okay. Ganz genau. Ach, guck mal, da gibt's ja noch so viel zu fragen. Kodex des Schicksals. Die Unsterblichen haben ihr Wissen über das Schicksal in den lebendigen Stein geschrieben. Ich dachte immer, das sei einfach nur eine poetische Bezeichnung für das Theater. Doch da ist er. In euren Händen.
Gebt gut auf ihn Acht, Kleine. Versprochen, Große. Ja, wir haben ja jetzt diesen Stein mit den feinen Mustern. Da müssen wir dann auch dann irgendwann wieder ins Haus der Balladen. Die können uns das vielleicht übersetzen. Den Kristallkrieg, so nennen sie ihn. Mhm. Einige Feien sind wahnsinnig geworden, haben sich einem Anführer namens Gatflo angeschlossen und angefangen, sich selbst als Tuatha zu bezeichnen. Sie sagen, es sei ihre geheiligte Pflicht, ihre Länder von den Sterblichen zu säubern. Und natürlich sind die Menschen und Alpha, die dort leben, über dieses Vorhaben nicht besonders glücklich. Er tobt nun schon seit Jahren hin und her. Und wo es Kriege gibt, da gibt es auch Soldaten, die sich um ihr Schicksal sorgen. Und an dieser Stelle komme ich ins Spiel. Ja, das hast du nicht ertragen, oder? Der Schicksalsstein hat uns das Gewebe des Schicksals gezeigt. Aber eure Macht muss das alles vollständig verzehrt haben. Alles. Bis auf das Wissen in seinem Innersten. Den Kodex des Schicksals. Da bin ich mal sehr gespannt, was die Feinen uns dann darüber sagen werden. So, Gatflo. Ich schätze, Gatflo war einfach nur ein durchgedrehter Feier, der angefangen hat, Stimmen zu hören. Aber ein Verrückter mit einer Armee ist leider dennoch eine echte Bedrohung. Ja, das ist wohl allerdings wahr. Und jetzt noch die Augen Tirnochs. Das ist das, was die benutzen, um Shins Weg zu verfolgen. Die Augen Tirnochs sind zwei riesige Prismärspiegel. Ach, schon wieder Prismäre. Solange die Tuatha sie auf euch gerichtet haben, können sie euch überall aufspüren. Tja, die Frage ist, sind es die einzigen Prismärspiegel? So, Verteidigungen. Die Mine besitzt einen Haupteingang und einen Fluchttunnel. Der Vordereingang wird schwer bewacht. Dafür ist der Fluchtweg voller Fallen. Ich habe gesehen, wie sie Bargests in Käfigen nach unten gebracht haben, die vermutlich noch nicht abgerichtet wurden. Wenn ihr die Bestien freilasst, wette ich, dass sie ein ziemliches Chaos verursachen werden. Tja, das ist mal eine ganz coole Idee, finde ich. Okay, dann lebt mal wohl. Viel Glück. Wir sehen uns drinnen. Genau, dann werden wir da jetzt mal reingehen. Und werden uns mal mit diesen Fallen auseinandersetzen. Ich habe wieder nicht geguckt, ob es eigentlich einen Skill gibt. Fallen entschärfen. Jetzt haben wir die Dolche. Mal gucken, ob wir den schaffen. Hier. Oh, was hast du für ein Wahnsinnsschwert, mein Freund? Taschendiebstahl? Hm. Ich will keinen Taschendiebstahl machen. Ach so, ich habe das Schleichen ja. Ups. Komm her. Oh, da kommt mal gerade der Nächste. Komm her, dann nehmen wir wieder unsere Super-Chakren. Das ist der Hammer. Diese Dinger sind genial. Also es gibt kaum was Besseres als diese Dinger. Wirklich wahr? Und warum? Ach, warte mal, ich kann ja auch nochmal mein Gift aktivieren. Ach nee, habe ich doch. Die sind deshalb so genial, da sehe ich auch schon gleich eine Falle. Die sind deshalb so genial, weil man sie sowohl als... Oh Gott, ich kann links oder rechts. Oh, was ein Albtraum. Als Nah- und als Fernwaffen benutzen kann. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ja. So, die Frage ist, wie rum laufen wir? Da kann man runterspringen, dann laufen wir erstmal diesen Weg, würde ich vorschlagen. Und gucken mal, wo wir da landen. Ah, Falle. Ja, wieder nicht geguckt. Und diese Fallen machen schon ein bisschen mehr Schaden. Okay, das heißt, wir müssen da echt aufpassen, wo wir langlaufen. Das sieht mir schon wieder so fallenmäßig aus. Und Fallen in Schärfung haben wir ja keine. Wir schleichen uns trotzdem an, damit er uns nicht gleich sieht. Selbst wenn wir keine Schleichfähigkeiten haben, das macht aber nichts. Das sind jetzt relativ viele, die hier rummachen. Falle sehe ich keine mehr. 4, 5, 6. Greifen an. Komm her. Yes, komm her. Komm. Oh, oh, ja. Komm her. Komm. Ja, was soll man sonst auch sagen, ne? Ich sollte mich mal ein bisschen hier aus der Gefahrenzone bringen. Das ist nicht gut, wenn man da so eingeklemmt ist.
Oh, wie viel seid ihr denn? Komm her, dich haben wir schon. So, und du kriegst jetzt ein paar vom Blitz. Blitz, Eis und was auch immer. So, du bist, lebst ja noch. Gut, dann haben wir dich jetzt. Yes. Das ist einfach super cool, wenn man... Hehe. Das ist einfach super cool, wenn man während des Kampfes Leben regeneriert. Oft ist es ja so in Spielen, dass man das während des Kampfes nicht tut. Ist da irgendwas drin? Nein, ist nichts drin. Habe ich schon wieder irgendeine Schwächung? Plündertruhe. Trübe Feuerscherbe. Die nehmen wir natürlich gerne. So, und jetzt könnten wir mal ganz kurz hier... Hier können wir nämlich, wie ihr seht, Schmiede. Ich zeig's euch mal kurz, was man da so im Einzelnen machen kann. So, ich kann zum Beispiel Zeug zerlegen. Tja, dann zerlegen wir das mal. Ah, da habe ich zwei Funktionen drin. Aber wir zerlegen es trotzdem. Einfaches Griffstück. Ja, gut. Nee. Nee. Doch, wir zerlegen es, komm. Schwache Nieten. Gut, die Chakren zerlege ich nicht. Jetzt könnte man was herstellen. Und dann sieht man hier Waffen. Krieger. Geschurke. Da sieht man, was man jetzt so alles machen könnte. Aber mir fehlen da teilweise einfach noch Dinge. Zum Beispiel, also Rüstung kann ich noch keine machen, da fehlt mir einfach noch was. Was fehlt mir denn da? Um diesen Gegenstand benötigst du die Hauptkomponente Rüstung und Futter. Haben wir noch nicht. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel hier eine Kopflederbekleidung machen. Standardmäßig hat die Rüstung 14. Oh, da zeigt er mir schon alles an. Ich will das aber nicht machen. Stiefel, kann ich das nicht irgendwie ausbessern? Tja, das kommt davon, wenn man es zeigen will. Ich habe einfach noch nicht genügend Materialien, glaube ich. Deswegen tut er mir da zur Auswahl nicht allzu viel anzeigen. Ich hoffe ja schon irgendwann mal auf schöne Rüstungen. Egal. Wir sind da jetzt sowieso mitten im Spiel. Und da sollten wir uns jetzt nicht um derartige Dinge kümmern. Und da kommen wir gerade die nächsten. Hallo, Tuata. Guck mal. Ich bin da. Hallo. Juppie. Ja, ja, kommt ihr nur? Das sind viele. Hieß es da nicht, dass da wenige sind? Also, wenig, finde ich, sieht nach wenig. Wenig ist für mich eigentlich anders, muss ich mal gestehen. Oh, da ist keiner mehr. Komm her. Wow. Kommt, los geht's. Ja, das denkst du aber auch nur. Komm, eine Runde Blitz für alle. Den Kettenblitz müssen wir auch mal verbessern. Oh, Mann. Komm mal her. So, jetzt aber. Ich hab's wirklich dicke mit euch. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, oh, das hat er mich erwischt. Ich wollte gerade weg. Weg hier. Ja, komm schon, komm. Yippie. Von wegen, hier gibt's wenig Feinde. Was hat der mir da erzählt, der Schicksalsweber? Ich finde, hier gibt's schon was zu tun, oder? Findet ihr nicht? Ja, Prismärdolche finde ich gut. Nur her damit. Azuritfeinklingen. Plunder. Gut. Ich muss mich hier mal umgucken. Das ist echt ein... Was haben wir hier? Da sind die Bargasts. Ja, vielleicht sollten wir zu den Bargasts gehen und die mal loslassen. Da, Kiste. Her damit. Oh Gott, jetzt muss ich hier auch noch... Schlösser knacken. Goldmünzen. Nehmen wir alles. Ihr seht, das ist schön leer, das Inventar. Finde ich gut. So, wo sind denn die Bargasts? Ist das diese Richtung halt? Ja, das sieht gut aus. Also dann. Bargasts, wo seid ihr? Ich lasse euch jetzt frei. Ich hätte mich da einfach reinschleichen können. Da sind die Bargasts. Einmal Zwetschge. Aber die muss ich ja jetzt gar nicht mehr freilassen, wenn ich es mir recht hier überlege. Ja, die sind ja jetzt alle weg hier. Ups. Ihr tut mir gar nichts. Das ist schön. Ja, ihr seid mir freundlich gesonnen. Das finde ich gut. Dabei habe ich die meisten jetzt doch quasi schon versengendes Großschwert. Plunder.
Wo sind noch mehr Bargasts? Lass gucken. Da sind noch welche. Okay. Dann lassen wir die auch noch frei und dann lassen wir die einfach vorwetzen. Oh, wo geht's denn eigentlich dahin? Kann ich da hoch? Nur mal gucken. Nur mal gucken, was es da oben gibt. Ach, schau mal an. Da hätte ich die einfach freilassen können. Ah, okay. Na gut. Da laufen sie, meine Freunde. Und da hinten müssen auch noch irgendwo welche sein. Die sollte ich vielleicht auch noch freilassen. Warte mal, Moment, stopp, in der falsche Richtung, oder? Da vorne irgendwo. Die habe ich ganz übersehen. Die machen sich's gemütlich. Ein bisschen faul, die Herrschaften. Ja gut, sie haben nicht viel zu tun im Augenblick. Halt, da ist der Hebel. Oh, dann lassen wir euch auch noch raus. Oh, ich hoffe, ihr habt Spaß. Guckt euch das faule Volk an. Irgendwie sind die ja schon so ein bisschen genügsam, die Herrschaften. Eigentlich nicht schlecht. So, wo müssen wir lang? Ich glaube, jetzt hier durch diese Tür, oder? Genau. So, ich hoffe, ihr folgt mir. Na, man weiß es nicht so genau. Schlösserkunde. Machen wir mal auf. 111 Dietriche habe ich. Das wird uns wohl eine Weile reichen, oder? So. Folgt ihr mir? Richtungsmäßig, was ist das für eine Höhle? Da geht's nach Glendara. Das finde ich irgendwie so schön gemacht. Ach guck, da geht die Blüte wieder auf. Warum? Weil ich mit meiner Magie komme. Was ich so schön gemacht finde, ist die Tatsache, die kommen gar nicht mit. Hätte ich mir das Freilassen auch sparen können, hey, ehrlich. Tja. Ist das mein Freund? Das klingt so, als sei das mein Freund. Komm, wir kämpfen mal. Von wegen, da gibt's nur Fallen. Komm her. Los geht's. Was ist das für eine super coole Waffe? Ah, da sind noch ein paar mehr. Und da ist das Prisma. Okay. So, dann komm her. Oh, wer macht da diesen bösen Angriff? Komm her. Oh, wow, wow. Also dann werden wir uns da mal ran tuschen, glaube ich. Der macht nämlich eine Menge Schaden hier. Oh. Komm mal her, greif mal an. Du bist ein Böser. Du bist ganz ein Böser. Blitzschaden oder was auch immer. So ein bisschen bin ich ja, glaube ich, gegen Elementschaden geschützt. So, jetzt haben wir die auch alle. Dann einer ist noch da. Aber den schaffst du, oder? Ja, da muss ich dir gar nicht... Na gut, okay, dann helfen wir halt. Ja, ist ja gut. Bäh. Leben ausgehaucht. Also wir spielen immer noch auf schwer, nur so zur Info. Aber ich bin halt schon... Recht weit geskillt. Sind wir hier fertig? Nee, wir müssen ja jetzt erst noch mal dieses Ding zerstören. Nicht, solange ihr diese Spiegel nicht zerschmettert habt. Ansonsten werden sie euch durch ganz Dalentat verfolgen. Okay. Viel Glück, Kleine. Ach Gott, ich mag das, wenn du Kleine zu mir sagst. Weil du bist mir nämlich sehr sympathisch, wenn ich mal ehrlich bin. Nehmen wir uns erstmal diese Kiste. Große Kriegerstärke, auch schön. So muss ich dich jetzt zertrümmern. War das schon alles? Oh, da kommt noch irgendein Böser. Die unsterbliche, sterbliche Gutflow! Wegzurennen? Habt ihr euch entschieden zu kämpfen? Könnt ihr mir den Unterschied zwischen einem Geschöpf der Natur und einem Kind des Staubs, wie ihr eines seid, nennen? Nö, kann ich nicht. Keine Ahnung. Wir Kinder der Natur kennen unseren Platz. Die Schwachen und die Mächtigen. Die Beute und die Jäger, das Leben und der Tod, alle dienen dem Kreislauf. Mhm. Ihr Kinder des Staubs hingegen wisst nicht, wo ihr hingehört. Ihr kommt in unser Land. Ihr kommt, um euren Jägern zu begegnen. Und ihr wisst nicht, wann es Zeit ist, zu sterben. Tja, genau. Ihr werdet es herausfinden. Letztlich wird jeder Sterbliche die Macht Gutflows erkennen. Des gesegneten Herolds, der barmherzigen Tier noch. Alle Sterblichen vergehen. Selbst wenn einige von ihnen etwas,
widerspenstiger sind als andere. Wow. Okay. Haben wir also mal kennengelernt? Geht's da noch irgendwie weiter? Nein, wir können auch nichts mehr zerschlagen. Okay. Zumindest werden euch die Tuatha jetzt nicht mehr ganz so leicht aufspüren können. Aber es scheint, als hättet ihr die Aufmerksamkeit ihres Königs Gatflo erregt. Ganz wenn offensichtlich. Wenn ihr irgendjemand anderes wärt, würde ich euch nahelegen, wegzulaufen und die nächsten paar Jahre nicht mehr anzuhalten. Aber ihr könntet vielleicht sogar eine Chance haben. Ihr schlagt euch doch ganz gut. Zumindest bisher. Ihr habt sie hier geblendet. Und sie haben euch auch noch nicht getötet. Und so ungern ich es auch sage, ihr werdet Alyn Shears Angebot, euch zu helfen, annehmen müssen. Der Kodex des Schicksals dürfte einige Antworten für euch haben. Soweit das glaube ich weiß, auch. Habt ihr euch bereits im Haus der Balladen mit ihr getroffen? Noch nicht, nein. Aber es klingt, als wäre sie im Moment unsere einzige Spur. Nein, noch haben wir uns nicht getroffen. Das werden wir jetzt machen. Auf diesem Weg müssten wir hier rauskommen. Ja, genau. Ich will mich noch ein bisschen umgucken, mein Guter. Mein Großer. Da geht's raus. Da sind wir nämlich noch gar nicht lang gelaufen. Das sollten wir jetzt schon mal tun, oder? Genau, wir gucken uns da noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas, was wir benutzen können. Und wenn nicht, ist auch recht. Dann finden wir halt nichts. Komm, wir zerlegen ein paar Kisten. 15 Gold. Der war ja so fürchterlich rot, dieser Gutflow. Vielleicht haben ihn auch diese Prismäre, die immer alle benutzen. Quasi, ja, weiß gar nicht. Verderbt, das könnte ich mir vorstellen, weil wenn der so rot leuchtet. Und da ist doch irgendwo, da ist doch, steht direkt davor, genau. Trübe Schutzscherbe, die Scherbe, die nehmen wir natürlich mit, komme ich da runter. Komme ich da bitte irgendwie runter? Ja, ich kann einfach laufen. Ja, dann laufen wir doch einfach. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass ich das Spiel gänzlich anders spiele, als es alle von euch gespielt haben. Also im Sinne von der Abfolge her total anders. Das will ich gar nicht ausschließen. Sollte ich auch nochmal irgendwann unsere Sinnenschärfe ein bisschen, dann finde ich vielleicht noch mehr Sachen. Alles Plunder, komm. Aber ich bin neugierig, was es hier in dieser Höhle noch gibt. Ach, guckt mal, wie sie hochgehen, die Blüten. Es ist einfach zu schön. So, waren wir hier jetzt schon? Nein, hier waren wir alle überall noch nicht. Oh, wie die aufgehen, diese Blüten, und plötzlich das Licht freigeben, ist schon toll. Schön gemacht. So, da könnte ich runterhüpfen, und wo bin ich dann? Dann bin ich wieder da, ne, da muss ich nicht hin. Ich will einmal rumlaufen, um zu gucken, ob da noch irgendetwas ist, das unser Interesse verdient. Oh, hallo. Ach Gott, ja. Magie haben ist schön. Wir gucken mal kurz da rein. Ich gibt's geheime Blüten? Nein, gibt's nicht. Gut, dann machen wir die Tür auf. Und dann werden wir in das Haus der Balladen gehen, dessen Königin wir sind, ihr Lieben. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Tja, mit den Fallen muss ich mich noch ein bisschen beschäftigen. Also insbesondere auch, wie man sie entschärft. Ich vermute, dass es einen Skill geben muss. Muss ich mal drauf achten, wenn ich die Raffinesse skill. Da vorne ist noch eine Kiste, beziehungsweise irgendwas Verborgenes. Ah. Gut, dass wir hier langgelaufen sind. Stulpen der Feuerabwehr. Boah, drei Fassungen. Das ist schon mal ziemlich cool, ey. Oh, da brauchst du auch viel Macht. Macht habe ich alles nicht. Ich habe diese Macht nicht. Macht ist ja das, was wir am wenigsten skillen. Wir machen in erster Linie Zauberkraft. Zauberkraft und Raffinesse. Außerordentlicher Beinpanzer. Macht 19. Plunder. Wunderkindskutte. Ja, komm, Plunder. Genau, so.
Wie weit geht's denn da noch? Voran? Ich glaube, wir sind dann gleich einmal ganz rumgelaufen. Ist aber auch egal. Elefant im Porzellanladen. Ah ja, jetzt genügend zerschlagen. Da vorne ist noch eine Kiste. Komm her. Alles für den Krieger. Kyras, der Eishemmnis. Ja. Plunder. Stahldolche. Plunder. Azurit-Chakras. Ja, wir nehmen sie mal mit. An Chakren kann ich nie genug haben, falls ich mal unterwegs irgendwie nicht reparieren kann. Und außerdem kann man die auch zerlegen. Das Chakra, das ich jetzt habe, ist aber bislang das mit Abstand... wirklich mit Abstand schnellste bzw. stärkste, das ich bislang gefunden habe oder gesehen habe. Ja, wir laufen echt eine Ehrenrunde, aber ist egal, die laufen wir noch zu Ende und dann werden wir in der nächsten Folge ins Haus der Balladen gehen. Aber die Ehrenrunde muss schon sein. Na, da kommen wir jetzt raus. Wo kommen wir da raus? In Glendara. Wird doch eigentlich egal, welchen Ausweg wir nehmen, oder? Wie geht denn eigentlich der Quest weiter? Gut, dann tappen wir halt mal hier raus. Alles klar. Dann gucke ich mir kurz den Quest an. Oder die Quest. Ich sag immer der Quest. Ich weiß nicht warum. Oh, Bärchen. Aber... Jagdgrub West. Och, Mensch, Bär. Da sind wir. Okay. Gut, und wo müssen wir hin? Ins Haus der Balladen. Genau. Da müssen wir uns der Dame anschließen, der Alyn. Das finde ich ganz nett. Vielleicht können wir mal gemeinsam ein bisschen durch die Pampa laufen. Das hat mir jetzt ganz gut gefallen mit unserem Schicksalsweber. Aber für heute, ihr Lieben, soll es genug sein. Wir sehen uns im Haus der Balladen wieder. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Tschüss!